Hallo meine lieben Freunde der guten Gaming-Unterhaltung, ich hoffe ihr habt einen schönen Tag bisher. Heute gibt es meine News wieder zum kommenden Action-RPG No Rest for the Wicked. Ein Spiel, das ich ja auch schon seit ein paar Monaten auf dem Suche habe, seit es angekündigt wurde bei den Game Awards. Denn es ist aus der Top-Down-Perspektive, erinnert mich so ein bisschen an Diablo 4 und so weiter und so fort. Also Games, die ich ja auch mag, Hack-and-Slay-mäßig. Und dieses Game ist mir ins Auge gefallen, weil es eigentlich ziemlich cool aussieht und auch ziemlich coole Pläne hat, was den Kampf angeht. Falls ihr dieses Game noch nicht kennt, findet ihr bei mir auf dem Kanal ein Video, wo ich euch eine erste Übersicht gebe, was die Features sind, was ihr vom Spiel erwarten könnt und was es dort zu erwarten gibt, finde ich, klingt äußerst vielversprechend. Es ist von Ori and the Blind Forest, den Entwicklern, dem Studio, und dieses Studio hat dieses Spiel jetzt leider verschoben. Es wurde ja einst gesagt, dass das Spiel sogar schon in den ersten drei Monaten von 2024 in den Early Access gehen soll, beziehungsweise einfach für Steam, also für den PC erstmal verfügbar sein wird. Aber es kommt dann auch zum vollen Release für die Konsolen raus und das ist ja, denke ich, für uns alle dann eine gute Botschaft. Während wir uns hier Helldivers 2 Werbung noch reinziehen, gucken wir aber, was wurde denn gesagt? Es wurde gesagt hier beim Finanzmeeting, dass es in das Finanzjahr 2025 verlegt wird, aber ganz ruhig, es ist so, dass das bedeutet, dass es eigentlich das zweite Quartal im Kalenderjahr 2024 ist mit dem eigentlichen Release, also das ist einfach für das Finanzjahr 2025 gesprochen, aber der Release verschiebt sich sozusagen eigentlich nur um bis zu drei Monate. Bisher haben wir ja gedacht, Januar, Februar oder März kommt No Rest for the Wicked sogar schon für Steam-Spieler raus. Jetzt sieht es so aus, dass es April, Mai oder Juni für Steam-Spieler schon spielbar werden könnte. Und wann der volle Release dann sein wird, das ist halt noch die spannende Frage. Es ist auf jeden Fall klar, the game will release on PlayStation 5 und Xbox Series XS sometime after its early access launch on Steam. Also es kommt auf jeden Fall für die Konsolen. Die Frage ist nur, wie lange wird es dauern, bis es dann soweit ist? Und ansonsten möchte ich euch natürlich vorab schon ankündigen, es wurde ja vom Spiel auch schon so geteasert, am 1. März, also 2024, es ist nicht mehr lang hin bis zum 1. März, wird es einen Insider geben, sozusagen ein im Detail Blick auf dieses Spiel nur betreffend No Rest for the Wicked. Und da wird es sehr wahrscheinlich ganz viele neue Details und wahrscheinlich auch gutes Gameplay geben zu diesem Game, damit wir alle eine schöne Vorstellung davon haben, was uns in diesem Spiel erwarten wird. Und ich persönlich bin wirklich sehr gespannt drauf, denn das, was ich eben bisher gesehen habe, macht mir sehr viel Freude und Lust auf dieses Game. Die Kämpfe sollen ein bisschen anspruchsvoller sein, also es ist schon ein bisschen Hack and Slay und es sind auch Hack and Slay Effekte drin, also das Spiel hält nicht hinterm Zaun, was zum Beispiel Gore angeht, also irgendwelche Effekte, wenn man draufschlägt, dass es auch so wirkt, als ob man wo draufgeschlagen hat. Die Stimmung ist eher düster, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, ich werde euch ein bisschen Gameplay zu einblenden. Man hat aber auch ein paar Life Skills und so weiter, Felder zu bestellen, irgendwas craften zu können und so. Diese Mischung finde ich sehr interessant. Und wie die Kämpfe sich genau spielen werden, interessiert mich momentan besonders noch am meisten und wie das Loot-System funktioniert auch. Diese beiden Faktoren werden für mich persönlich schon mal sehr, sehr entscheidend sein, wie viel Augenmerk ich auf das Spiel noch richten möchte. Aber ich bin guter Dinge, dass da sehr gute Infos auf uns warten, besonders ab 1. März 2024. Deshalb, falls ihr dieses Spiel auch interessant findet, lasst natürlich gerne ein Abo da, um hier bei mir vom Kanal auf dem Laufenden zu bleiben, wenn diese Updates kommen. Vielleicht gucken wir es uns auch live im Stream an, auf Twitch bei mir. Je nachdem, wann das gezeigt wird, um welche Uhrzeit und so weiter, gucken wir es uns vielleicht direkt zusammen an. Ich freue mich einfach drauf, neue News über dieses Game und Informationen zu erfahren und hoffe, es wird so cool, wie es bislang aussieht. Lasst mir gerne eure Meinung zum Spiel unten da oder schaut auch gerne eben bei meinem Info-Video vorbei, das ich ebenfalls schon auf dem Kanal habe. Link findet ihr bestimmt irgendwo unten in der Videobeschreibung oder der Kommentarspalte. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, Leute. Macht es gut, viel Freude weiterhin und auf Wiedersehen.